Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Fußballfans, mein Name ist Uwe Seeler. Wir werden jetzt ein bisschen leise sein, um den Moment hier nicht zu zerstören. Vor dem Anpfiff des heutigen Spiels HSV gegen Hansa Rostock wollen wir gemeinsam eines großen Fußballers, eines großen Hamburgers und eines großartigen Menschen gedenken, der leider am vergangenen Donnerstag im Alter von 85 Jahren von uns gegangen ist. Wir trauern um Uwe Seeler, einem Wahrzeichen Hamburgs und einer außergewöhnlichen Persönlichkeit. Uns Uwe hat sich durch seine sportlichen Taten, seine Fairness, seinen Fleiß, seine Bodenständigkeit, seine Loyalität, Lebensfreude, Nahbarkeit und seinen Familiensinn einen Platz in vielen Herzen und Gedächtnissen gesichert und wird dort auch in Zukunft verweilen. Als Idol und Vorbild wird man nicht geboren. Uwe Seeler wurde beides sportlich und menschlich, weil er so war, wie er war, ein nach eigenem Bekunden stinknormaler Mensch. Uwe Seeler wird mir fehlen, er wird uns allen fehlen, aber er wird nicht in Vergessenheit geraten. Er war, ist und bleibt der größte HSVer aller Zeiten. An seinen Werten. Seinen Werten können wir uns orientieren. Trotz der Trauer über den Verlust eines beliebten und geliebten Menschen und unseren tiefen Mitgefühls für seine Familie und Freunde, sollten wir heute auch lachen und uns freuen können, nämlich auf das, was Uwe Seeler mit uns allen verbindet, den Fußball. Seine zweite große Liebe neben Ilka war der HSV und der wird ihn in Ehren halten, für immer. Ruhe in Frieden, Uwe, und wie man in Hamburg sagt, tschüss. Oh, Richard. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Das war krass. Das hat mitgenommen. In der Tat.